Baldi, weißt was? Fahren wir hinaus nach Döbling in die Villa. Ich möchte so gern wieder nach einmal... Nach Döbling? Nein, das ist ganz unmöglich. Das geht nicht. Aber warum geht das nicht? Mir fällt nichts ein. Was fällt ein? Das Dach fällt ein. Ja, das Haus ist voller Handwerker. Es ist ganz unmöglich im Moment. Ach. Ja. Ist aber merkwürdig. Es hat dem Grafen nichts genützt, das Warnen und das Bitten. Die Neugier ist in mir erwacht, drum bin ich hier geritten. Es steckt was dahinter, das ist klar, den Grund muss ich erspähen. Ich finde alles, wie es war, so lieb, so traut, so schön. Gehandelt. Ach, bis jetzt, du liebes Nestel, fand ich nichts, was mich mehr... Ein Herr! Malheur,
Das ist die Dingsdame, die er fuhr. Warum fixiert der Herr mich nur? Was meinen Sie, was ist zu viel? Ihr macht mich ordentlich verdammt. Nun halten Sie mich gefälligst an. Was habe ich Ihnen denn getan? Wissen Sie, was Takt ist? Was? Nein, Sie wissen es nicht. Wie? Was dies abgeschmackt ist, oh! Sage ich ins Gesicht. Mein Herr! Was soll ich denn tun? Was soll ich tun? Du hier? Jawohl. Er ist ganz baff. Und durchlaucht. Sie? Ja, ich. Herr Graf? Mein Herr, ich bitte um ein Wort. Ein andermal. Jetzt bringen Sie die Dame fort. Ist das der Brauch, den Kavaliere üben? Ersparen Sie doch Ihrer Frau hier die Begegnung mit der Geliebten. Sie haben recht. Es wäre gegen alle Sitte. Was flüstern die? Reich mir den Arm, ich bitte. Was ist geschehen? Warum so je? Komm doch, ich bitte dich dringend, geh! Nicht eine Seele! Komm fort, ich bitte dich dringend, geh doch, geh! Wie du merkst, es etwas hier geschehen. Höchste Zeit, drum fortzugehen. Bitte hör auf ein Wort, bitte komm von dir fort. Bitte hör auf ein Wort, bitte komm von dir fort. Verzeihen Sie mir! Oh weh, oh weh. Was haben Sie davon? Wer ist die Dame? Wer ist die Dame? Was tut man da? Oh, bitte, stellen Sie die Dame doch als ihre Gemahlin vor, ja? Wie? Was? Hier meine Gattin. Verehrte Fürstin. Was soll das heißen? Die Tür der Wagen wartet schon beim Po. Sie geht. Sie geht. Geht. Und jetzt wird sie in Betrug, in Betrug. Der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Was geht ihm denn nun schatzig rein, nützt sich rein. Der Gräfin hört ihr mal, was ist ein Fall. Und jetzt wird sie in Betrug, in Betrug. Der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Was geht ihm denn nun schatzig rein, nützt sich rein. Der Fürst hat nach der Spiel, das war ja nicht mein Ziel. Premierminister. Hast du Angst vor ihm? Nein, natürlich nicht, aber er fragt immer so viel. So wie ich. Wie meinst du das bitte? Ich möchte gerne wissen, wer die Dame war. Welche Dame? Sie soll eine Tänzerin sein, habe ich gehört. Ach so, du meinst, so die, ja, also, wenn du es durchaus wissen willst, sie ist die Geliebte des Ministers. Ja, und deswegen wollte ich nicht, dass du in die Villa kommst. Ich hatte sie ihm nämlich zur Verfügung gestellt. Aber warum hat er mich als seine Gattin vorgestellt? Ja, ganz einfach, er wollte sie loswerden. Er hat eine neue Geliebte und er wechselt. Jeder wechselt. Oh, natürlich, ja. Jeder wechselt. Hübsch. Ja, ja. Nein, ich meine, überhaupt nicht. Aber was soll ich machen? Er ist mein Chef. Richtig, dein Chef. Und dem musst du alles borgen. Die Villa und sogar deine eigene Frau. Aber doch nur für einen Augenblick. Übrigens, er ist an der nächsten Ecke gleich wieder aus unserer Equipage ausgestiegen. Grußlos. Und er hat mich angeschaut, als wäre ich eine... Also komm, bitte missverstehe das nicht. Guck mal, ich konnte ihm nicht Nein sagen. Der ist imstande und versetzt mich wieder nach Greiz. Ja. Übrigens, seine Geliebte ist auch hier. Ach, die alte oder die neue? Die Alte. Am besten, du weichst dir aus. Oder noch besser, du spielst weiter die Frau des Ministers. Ja, ganz wie du möchtest, Baldur. Das eine kann ich nicht verzeihen. Ich lebe in Einsamkeit auf meiner Eltern Schloss und weiß es ganz genau, du ließest mich dort los, um dich allein zu zerstreuen. Die Schuld liegt ganz auf deiner Seite, seit mir die Ehre ward, dass ich dein Gatte bin, hat unsere Ehe keinen Zweck und keinen Sinn. Wir leben fast wie Fremde.
arme Leute. Du kennst doch die Geschichte unsere Ehe. Von Weitem nur, nicht aus der Nähe. Ich bin ein echtes Wiener Blut und du aus Reusgrätschleiz. So eine Mischung ist nicht gut, das ahnte ich bereits. Ich war so kick, ich war so flott und du so streng, so lieb. Da ahnte ich gleich, du lieber Gott, was in dir in mir blüht. Ach, was dir fehlte, ich wusste es so gut. Ja, was denn? Das Wiener Blut. Ich war so jämmerlich naiv, ich war total verhemmt. Doch kränkte es mich damals tief, dass du mir gar so fremd. Und plötzlich nahmst du dann Reißaus nach deiner Eltern Gut. Ich war allein in unserem Haus, mir war sehr bös zumut. Und was mir fehlte, das wusste ich zu gut. Na, was denn? Du weißt es. Was denn? Das Wiener Blut. Voller Blut, Wiener Blut, seltenes Gut. Du erhebst und belebst unser Mut. Wiener Blut, Wiener Blut, was die Stadt Schönes hat in dir ruht. Wiener Blut, heiße Blut, aller Art geht das Wort weh. Jemand gefragt. Ach, es gibt heute so schlechte Leute. Und hat von mir dir sowas gesagt? Oh, ich bin ja klug, alles Lug und Trug. Angeblich hast du Reusgrätschleiz vergessen und lebst hier, sagt man, mit Mätressen. Aber... Ja, mein Herr, mit Mätressen. Aber nein... Ich ward ein Mann von Welt, mein Gott, doch so arg trieb ich's nicht. Und die Mätressen Schand und Spott sind wirklich ein Gerücht. Entschuldige dich bitte nicht, dass du ein Frauenheld. Ich hoffe, es ist kein Gerücht, weil es mir so gefällt. Was damals dir fehlte, du weißt. Heut hast du's. Was hab ich? Das Wiener Blut. Wiener Blut. Wiener Blut. Eigner Saft, voller Kraft, voller Glut. Wiener Blut. Ja. Wie meinst du bitte? Die Dame in der Villa ist also gar nicht deine Geliebte. Ja, dass du es endlich einsiehst. Sondern die Tänzerin Cagliari. Ihr habt so verliebt miteinander geflüstert, dass die Arme ganz aus dem Takt gekommen ist. Ja, aber Gabriele, das ist... Bitte, keine Geschichte. Du, fahr lieber mit mir hinaus nach Hitzing. Ich möchte zu gerne mal das Volksfest sehen. Bitte.
Ja, ich auch, aber das ist ganz unmöglich. Warum? Ja, der Minister braucht mich noch in seinem Büro. Wir müssen noch mehrere Akten aufarbeiten. Na ja, gut. Entschuldige mich einmal. Oh, Durchlaucht. Das finde ich aber gar nicht nett von Ihnen, dass Sie Ihre Frau so lange alleine lassen. Meine Frau? Aber... Sie haben dem Grafen aus einer Verlegenheit geholfen und dafür muss er heute Nacht mit Ihnen arbeiten. Aber wer kommt denn bloß darauf? Dann fährt er also mit einer anderen nach Hitzing. Wie bitte? Na, warte. Ich werde mich revanchieren. Und wissen Sie, mit wem? Nee. Mit Ihnen. Mit mir? Sie sagen doch nicht nein. Nee. Ich bin bloß etwas... Ich bin auch. Schon die ganze Zeit durchlaucht. Und das ist ja fabelhaft. Na denn? Doch nicht hier. Wo denn? Fahren wir zusammen nach Hitzing zum Volksfest. Mach ich. Bis später. Ja. Geliebte. Die Damen erlauben, dass bekanntlich sie mache. Hat heute schon die Ehre, doch soll es mich freuen. Wir wollen die Vorstellung jetzt erneuern, denn heute habe ich mich geirrt. Als ich als Gattin sie präsentiert, gestatten Sie also? Ich wäre entzückt. Demoiselle Galliari. Bist du verrückt? Ihr Gräfin Zedlau. Du scheint wirklich verrückt. Was in der Villa ich schlecht gemacht, habe ich jetzt in Ordnung gebracht. Was haben Sie denn? Wirklich? Ja, was ist denn los? Ist dann die Tänzerin, bitte sehr. Wer? Sie wollen es wissen. Sie hat mich erkannt, Herr Malheur. Also wer? Vielleicht Zufall, das ist sie. Das soll nicht sein. Demoiselle Cagliari. Ich aber bitte nein, Demoiselle Cagliari, die steht ja da. Sie? Ja, die. Ich sehe sie halt zu best, Micha. Du Peperl, komm jetzt und geh mit mir zu Haus. Mit uns, mein Herr Lakai, ist es aus. Was? Josef, der Josef, der wird sie wissen. So hör ihr. Befehl. Er wird uns sagen müssen, ob ihm die Tänzerin Cagliari bekannt. Ja, euer Gnaden. Wer ist so genannt von den drei Damen, die hier stehen? Ich spann was, da scheint was vorzugehen, da muss ich schätzen. Nun wäre es von uns dran. Ja, euer Gnaden, Sie werden schon verzeihen. Gar keine. Gar keine. Aber es muss eine sein. Entschuldigen durchlaucht gar keine, nein. Aber das kann ja nicht sein. Gemäß, ist doch ganz durchdrehen und fein, sehr fein. Ja, aber... So schwierig. Ich kenn doch... Sei still. Ich weiß nicht, was der immer haben will. Da stehen meine Flammen und alle beisammen. Ich bin ganz baff, ganz baff. Jetzt kommt die Erklärung, da ist der Graf. Oh Jesus, der Graf. Seien Sie vorsichtig, ich hab nix gesagt, ich war brav. Die Erklärung ist da. Wer ist die Tänzerin? Die mir scheint kennen, durchlauf sich hier nicht ganz auf. Das ist ein Spaß, ich sehe es genau. Sie stehen hier ja mit meiner Frau. Als Diplomat, Mann von Format, ist es nicht schwer, doch hier mal. Wer hier Contest und wer ballet ist, das ist doch klar, nicht wahr? Was ist das?
Spaß, macht mit ihm sich der Graf. Ach, der Graf ist genial, dass dem Fürsten die Wahl. Ein Verbibs nochmal. Fürst Metternich gibt uns die Ehre. Oh Gott. Ach du lieber guter Gott. Ja dann, das bitte sehr. Sehr. Ich bitte sehr. Sehr erfreut, Exzellenz. Meine Herren, so etwas sieht man Sie endlich in der Wiener Gesellschaft wieder. Darf ich um den nächsten Walzer bitten, Gräfin Zettler? Aber mit Vergnügen durchlaufen. Sie ist das ist der Gräfin, bitte. Was ist jetzt mit Hitzing? Wir treffen uns beim Casino-Eingang. Wie konnten Sie nur, Graf? Aber durchlaufen, Sie haben doch alles durcheinander gebracht. Ja, ich... Was machen wir jetzt? Mit wem betrügt mich jetzt der Graf? Du begleitest mich nach Hitzing raus. Ich? Dann werden wir es gleich wissen. Wie Demoiselle befehlen. Ich war draußen. Bei uns in Wien, da gibt's kein Problem. Man löst die Fragen äußerst bequem. Alles vergeht, wenn man sich dreht, wie es auch immer begann. Was es auch ist, man tanzt und vergisst, Walzer ist.